Ja, neues Reittier für Luna, Nori the Dusky Guardian. Sehr, sehr cool. Mal schauen, welcher Schild dazu passt. Der ist schon nicht so verkehrt. Haben wir noch einen anderen? Na, der passt farblich gar nicht so gut dazu. Der andere passt farblich nämlich auch zu dem Lila mehr. Ups, den falschen geklickt. Viel besser. Das passt ja total gut zusammen. Dieses Rumgehüpfe immer, das nervt so ein bisschen, wenn man Items wechselt. Die Schultern. Die vielleicht. Ja, der ist ein bisschen übertrieben. Das passt auch. Von dem Rest habe ich ja nicht mehr. Five seconds. Hurry, hurry. Und jetzt habe ich da irgendwie einen Fehler drin. Auf jeden Fall Luna genommen, weil ich den Sieg möchte. Das restliche Team schon wieder super. Was der Kanker mit dem Patch, wie das zusammen funktioniert und You nix. have about Und a dann minute to Boss, enjoy ne. not dying. Savor it. Einfach ignorieren. Gar nicht groß drüber nachdenken. Das kann ich mir noch gar nicht gönnen. Das Rezept kostet 190. Die Stats kann ich mit Luna gut brauchen und ab nach oben. Ist der Kanker auf der Offlane. 1 minute until 30 seconds after battle. Ja, ein sehr seltsames Team wieder, aber versuchen wir einfach mal das Beste draus zu machen. Ach, jemand wettet 100 Euro, dass es keinen Kurier gibt und er hat gerade recht, wir haben echt keinen Kurier. Was ist denn hier los in letzter Zeit? Das ist der blanke The Wahnsinn. Dark Moon comes. Egal. Diese ganzen Picks auch am Ende. Egal. Einfach ignorieren. Wenn man halt nichts dagegen machen kann, hilft's auch nichts. Thanks, mate. I mean, mate. Sehr, sehr interessant. Your top tower is under attack. Na, ein bisschen zu spät dafür. Was hat denn der geskillt, dass er das Camp pullt? Teleport. Super Idee. Weder Treants noch das. Was macht er jetzt genau hier? Was ist denn los mit den Leuten? Was hat der denn jetzt hier veranstaltet? Warum ist der hier? Ja, jetzt hat er Treants. Ja, und jetzt? Jetzt hast du da... Was wird das? Prophet? Jetzt hast du noch keinen Farm, aber... Warum nutzt er denn seine Treants nicht? Wofür hat er die denn? Und wo. Und jetzt denied er nicht mehr da. Ich verstehe das alles nicht. Ich bin, glaube ich, irgendwie auf 1000 MMA abgerutscht, aus Versehen. Irgendwas ist da schief gelaufen. Kann ja mal passieren. Und spiele jetzt tausender MMA-Spiele. Naja, passiert halt manchmal. Weakling. No.
Muss man, glaube ich, alles nicht verstehen, was hier passiert. So. Glaube ich, nicht so wichtig. Darf man nicht überbewerten. The moon smiles upon me. Versuch gerade ein bisschen schon mal zu lassen, damit die nicht alle in den Tower laufen. First Blood. Wenigstens haben wir das First Blood gemacht. Jetzt haben wir nicht mehr viel Mana. Ich weiß nicht, wer sich eine Bottle holt. Ich hole mir noch das nächste Level in Lucenbeam. Regeneration bald alle. Nun führen wir irgendwie 3-0. Aber ja, dann passt das ja fast. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich halt nicht hier einen Junada und einen Shuriken-Toss kassiere. Das könnte mich dann doch schon wehtun an der Stelle. Ich bring mir mal. Ja, doch, das nach oben. Was soll's. Bounty Hunter Miss. Und wir führen 4-0. Okay. Ach, da ist der Bounty Hunter, okay. Ich soll hier oben nicht zu große Sorgen machen. Der war ganz woanders. The moon waxes and my mercy wanes. Oh, wir haben sogar einen Flying Courier inzwischen. Der blanke Wahnsinn. Gleich mal den Tango fressen hier. Und dann gehe ich mal. Ich denke mal, ich gehe auf Midas. Einfach nur versuchen, hier das Beste aus dem Spiel rauszuholen. The Nature's Prophet and Disconnect, okay. Pausiere ich das doch mal. Puh. Interessant. Kann ich jetzt mal zwischendurch ein bisschen den Chat lesen? Ich sollte mir die beiden Rezepte kaufen, aber ich will ja jetzt eine Midas bauen und deswegen habe ich jetzt keine Rezepte für irgendwas gekauft. Der Chat auch sehr interessant. Auch alle, ihr seid auch ein bisschen ratlos, was hier genau los ist. Genau wie ich. Bin ich wenigstens nicht alleine hier ratlos. Jetzt ist wieder weg. Digital Sports. Na, komme ich nicht rechtzeitig. Ich traue mich halt jetzt nicht ganz so nach vorne, weil ich nicht weiß, wo der blöde Bounty ist. Und der kann halt doch ganz schön wehtun schon. Bin ja nicht ganz sicher, was er für... ...Items jetzt schon hat. Ich hätte jetzt ganz gerne mal meinen Kurier. Mit dem Midas, das wäre eigentlich ganz cool. Nach unten ist der... Au, 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 au. Dann pushen wir oben einfach mal ein bisschen gerade. Und warten auf einen Midas, das kann ich dann gleich im Dschungel anwenden. Jetzt ist der
Miss. Ah, da kommt der Bounty. Ich schick mal den Kurier nach oben. Da gehe ich jetzt mal zurück. Der Bounty hing ja irgendwo hier ab. Kann mir dann gleich mal Boots gönnen. Na, ich würde jetzt denken, der ist irgendwo hier oben. Der Bounty. Aber jetzt mit so viel HP passt das erstmal hier. Genieße ich bisschen mein Farm hier. Den lasse ich nicht. Bounty Hunter ist immer noch Miss. Vielleicht geht er auch wieder gerade auf die Suche. More death. Immerhin haben wir noch unseren Killvorsprung, 8-5. Und Power haben wir auch nicht verloren. Two innocent lives taken. Not yet. Ich überlege gerade. Kam ich nicht mal dazu, dann das zu drücken. Port dich doch direkt neben mich, wenn ich Track habe. Das wird dann eine besonders gute Sache, total unauffällig. Muss ein bisschen aufpassen, ich mag jetzt gerade nicht zu dem. Sofort zu den Creeps gehen, weil ich nicht weiß, wo der Bounty ist. Deswegen warte ich einfach mal kurz, verschwende ein paar 2 Sekunden auf dem Midas, aber besser als sterben, würde ich mal spontan sagen. Jetzt gehe ich es mal ein. Ich glaube nicht, dass der ganze Zeit hier an der Sideline hockt. Mid-tower taking damage. Jetzt kann ich mal überlegen, welche Boots ich mir hole. Ich mag Face-Boots an ihr, obwohl das nicht so beliebt ist. Aber in dem Fall, glaube ich, in dem Spiel gehe ich auf Treads. Kann ich, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Und bevor ich jetzt zurück in die Base gehe. Okay, was haben wir hier? Ein Creep, den nehme ich doch mal mit. Mal schauen, ob sich in der Mitte gleich ein Kampf ergibt. Immerhin meine... Au. Wir könnten jetzt mal versuchen, in der Mitte zu pushen. Oder ich gehe gleich mal jungeln. Ich mache so ein bisschen so ein Fight-Bild. Also ich werde jetzt nicht... beliebt wäre jetzt auch an ihr... den Helm auf Dominator zu bauen als nächstes, glaube ich, wäre auch per se nicht verkehrt, aber ich will ein bisschen mehr Kampfpower haben und baue erstmal die Drums als nächstes. Ja. Wie wäre es, wenn du ihn... Setz doch deine blöden Wards dahin, danke. Hat er nicht mal, es war durch den Tower. Thanks. Dire structures are fortified. Fresh meat. Hätte er mal früher seine Sentries hingestellt, hätte man den auch killen können. Aber es hat ja auch zum Glück so geklappt. Ganz knapp. Verrücktes Spiel schon wieder. Ja, was gerade Pantakwol schreibt, ist natürlich richtig. So der Midas-Fight-Bild ist eigentlich ein kleiner Widerspruch, aber ich glaube, man kann es ja kombinieren. Ich baue das Midas, aber das hat es als Versicherung.
Und baue danach jetzt möglichst, dass ich dann möglichst schnell fighten kann, weil es kann gut sein, dass wir es brauchen können. Wir führen zwar von den Kills, was auch super ist. Aber das kann sich schnell ändern. Habe ich das Gefühl, weil ich halt nicht ganz sicher bin, wie der Prophet spielt. Bei den anderen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht zugeguckt, weil die haben eine Menge Kills gemacht. Von daher sollte ich vielleicht nicht zu kritisch sein. Das läuft ja anscheinend. Von daher sollte ich mir da nicht zu viel Gedanken machen. Naja, geh du mal. Enigma ist noch hier oben. Deswegen sollte ich ein bisschen aufpassen. Genau. Tschüss, du Sau. Jetzt habe ich auch das erste Level in Moonglaze. Dann bounce das alles noch ein bisschen. Da sind jetzt gerade drei tot. Das kann nämlich auch ziemlich schnell gehen. Ja. Na, fast. Fast. Ganz knapp. Dann wäre ich sogar nicht gestorben an der Stelle. Aber so sind immerhin zwei für mich gestorben. Das passt dann schon. Das tauschen wir schon mal aus. Meine Maustaste funktioniert schon wieder nicht richtig. Dass wenn ich Drag and Drop machen möchte, dann hört er sofort auf danach. Oder macht Double Click manchmal. Das ist ein bisschen anstrengend. Oben Sand King und... Ja, man sieht schon 18-11. Jetzt haben sie sich doch ein bisschen aufgeholt. Na, da ziehen sie sich jetzt doch zurück. Ich gehe gleich mal wieder in den Jungle hier. 400 Tacken fehlen mir noch für die Drums. Na, wenn schon, kann ich auch gleich stacken, wenn ich schon zu der Zeit gerade da bin. Na, komm her. Na, die kriege ich nicht mehr rechtzeitig. Da war ich zu langsam. Oh, doch nicht. Wer sagt's denn? Doch noch geschafft. Okay, mit Level 1 Moonglaves dauert das doch eine Weile. Aber da habe ich die fertigen Drums. Sehr cool. Ach, den... Na? Die Drums mal auf die Taste legen. Was geht da ab? Weiß nicht, ob die mir... Ja. Autsch, 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 autsch. Ich dachte, vielleicht kann ich noch einen Lucent Beam auf dem Bounty Hunter unterbringen. Dafür hat es aber nicht gereicht. Ja, der Patch scheint das jetzt ziemlich rauszureißen. Mit dem Nyx zusammen ein bisschen. Wie läuft's denn für den Prophet 039? 9 Assists, den Ulti auch teilweise, aber irgendwie läuft es ein bisschen komisch. Am Anfang hat mich das sehr verwundert. Vielleicht tue ich dem auch Unrecht. Vielleicht steckt da irgendwas dahinter, was ich bloß nicht verstehe. Ja, wenn man den ersten Tower verloren, 13-22 steht's. Da kommt der Prophet nach oben. Dann können wir uns mal hier den Tower holen. Ich glaube, der Bounty Hunter ist in der Nähe. Vorhin gedacht, hätte er es gehört.
Aber sonst ist keiner in der Nähe, man sieht es ja auf der Minimap. Vielleicht baue ich als nächstes dann den Helm of the Dominator. Die Life Region kann ich ganz gut gebrauchen. Armor auch. Autsch. Noch sind die anscheinend alle woanders beschäftigt. Ja, da sieht man sie gerade. Gehen wir mal nach unten hier. Bisschen zu gefährlich jetzt auch an der Stelle. Haben wir immerhin auch ordentlich was erreicht. Ein Tower vollständig gekillt und den zur Hälfte. Und dann kann ich als nächstes mir... Vor allem sind die alle da oben. Ja, dann sollte ich mal die Zeit nutzen, die mir das Team verschafft. Und dann vernünftig zu farmen. Wenn die es halt schon so großzügig mir, wie gesagt, die Zeit verschaffen. Aber man sieht ja ein bisschen, wie die... Wie ein bisschen halt der Vorsprung schmilzt. Keep murdering. 25-16, wieder ein bisschen ausgebaut, so ein Hin und Her irgendwie. Nach oben porten kann ich jetzt gerade eh nicht. Cooldown noch. Und den Tower haben wir jetzt auch. Sehr schön. Vielleicht können wir sogar ein bisschen Druck auf den nächsten noch machen. Mid-Tower taking damage. Wir müssen darauf achten, wenn sie, ne, da kommt der Prophet rüber. Oder die Prophet. Radiant structures are fortified. Bleiben wir noch mal ein bisschen zusammen. Na gut, der geht weg. Ja. Vielleicht sollten wir uns halt nicht trennen, Kunker. Wurscht. Ich hole mir jetzt mal meinen Helm of the Dominator. Und dann kann ich Ancient stacken schon mal. Und da halte ich schon ganz gut was aus. Achtung. Einfach mal schnell den nehmen. Mich jetzt ein bisschen im Hintergrund halten. Gut, die haben wir auch. Und den kriegt er auch noch. Ne, die Range nicht ganz gepasst, aber schön. Ja, der holt ganz schöne Sentries immer ran. Der Prophet, das macht er gut. Ne. Autsch. Hätte ruhig mal an. Jetzt. Kam noch auf die Treants. Jetzt. Na, da wollte ich natürlich gerade ein Dings loswerden. Autsch. More death. Okay, wenigstens den noch losgeworden. Au! Au, okay, das wird nichts mehr. Die Death Prophet immer noch gekillt. Jetzt kann ich mich mal gleich darauf konzentrieren, einmal den Creep zu schnappen mit dem Helm of Dominator und dann die Ancients zu stacken. Was nehme ich denn als nächstes? Was nehme ich denn als nächstes? So super defensiv muss ich nicht sein. Natürlich ganz ordentlich. Disable, Malefice, nervt. Arrow ist natürlich so eine Sache. Dann der Stun vom Sand King. Aber bis jetzt nicht so gefährlich. Ich glaube, ich ein bisschen offensiver sein kann.
Zum Beispiel erst auf den Butterfly gehen und dann auf den BKB. Nach jetzigem Spielverlauf könnte ich das durchaus, aber es heißt ja nicht, dass es so bleibt. The next time someone claims video games are not art, I'm going to show them a replay of this match. Back on the hunt. Mal schauen, ob ich erst BKB oder erst ups, die Großen schon wieder weg hier. Was geht da? Na, ist schon tot. Bevor ich mich um irgendwas kümmern muss. Nehmen wir ihn halt hier. Drauf geschissen. Ein paar Erfahrungspunkte machen es auch nicht wett. Brauche ich nochmal einen größeren Creep, mit dem ich stacken kann. Nehmen wir ihn doch hier. Und dann geselle ich mich mal in der Mitte dazu. Auch noch reingelaufen. Hol mich doch da raus. Danke. Okay, ich gehe erst auf BKB. Ist an den Teamkämpfen doch sinnvoller. Ich habe übrigens auch gedacht, dass ich Track drauf habe, deswegen bin ich dann schnell raus. Und da wir schon sehr im Nachteil waren. Ich habe nicht gesehen, dass ich keinen Track drauf habe. Bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich das ganz sicher habe. Aha, schön gemacht vom Nitz-Assassin. Das war nicht so gut von mir, dass ich da weggeportet bin. Sofort war so eine Reaktion. Dachte ich, ja gut, ich habe Track drauf. Dann sehen die uns beide hier oben einfach raus. Und den Nyx angegriffen. Sehr schön. Ja. Arme. Ja, da war ich nicht ganz sicher, wie es mit seinem Sandstorm aussieht, weil er so lange gewartet hat. Aber... Na, ich kann mich jetzt wieder ein bisschen hochfarmen einfach. Ja gut, wenn er da möchte, dann gehe ich halt hier hin. Und mit ihm hole ich mir gleich mal den Stack. Oder Stack überhaupt erstmal, so rum besser gesagt. Bad news if you wanted to be the one to destroy their middle tower. Ah, das hat gut weggekommen. So rennt hier der blöde Bounty Hunter irgendwo rum. Unacceptable amount of murder. I'm done being merciful. Kann ich ihn wieder hier bereitstellen? Well, it looks like there'll be no bottom tower kill for you. Death Prophet hat unten den Turm denied. Ich glaube, ich mache mal noch mein Dings fertig. Es geht ja relativ schnell. Mein BKB. Und dann können wir, denke ich mal, zu Ende pushen. Wir haben einen ganz guten Vorteil. Und wenn ich mein BKB habe und dann den Ancient Stack mir noch geholt habe, das ist easy. Ja, vielleicht ein Ticken zu spät jetzt, weil ich eben noch in der Mitte auf die Minimap geachtet habe. Da kommt der Arrow. Und der Enigma.
Ja, doch gut, dass ich in der Mitte auf die Minimap geguckt habe. Ist ja noch ein Kampf entwickelt, ja. Ups, soll ich lieber hier aufpassen. So, jetzt BKB fertig. Gleich noch den Ancient Stack machen. War dahin, dahin, das dahin. So passt's. Okay, was geht da? Ja, mit dem Blinkdagger-Patch war ganz nett. Okay, dann porten wir mal in die Mitte, das dauert doch zu lange. Nicht, dass sie mich jetzt da gebraucht hätten. Haben sie Enigma, der da reingeblinkt ist, auch so erwischt? Ein Auge auf den Sand King haben. Dass der jetzt halt nicht reinkommt, dann hilft mein BKB auch nicht, wenn ich halt vom Burrow Strike gestunt werde. Anscheinend ziehen wir uns jetzt zurück. Obwohl Enigma sich sogar zurückgekauft hat. Oh! Kommt der Arrow hinterher geflogen? Ist mir da jemand auf den Fersen etwa? Das Buyback verschwendet, das ist gut. Dann stacke ich hier noch einmal und hol mir das Camp. Es gibt auch ordentlich Geld. Können wir mal genau schauen, auch wie viel Level. Ich würde schon ganz gerne den Stack jetzt machen. Ja, Traum sogar noch einmal mehr gestackt. Your middle tower is under attack. Thanks to you. Ja, wieder schön gemacht, der Patch. Der Patch und der Nyx Assassin spielen richtig gut. Mid tower taking damage. Dire have fortified their towers. Autsch, da erwischt es gerade den Nyx Assassin. Na, jetzt haben sie auch noch hier Mirana Ulti. I'm inspired by your lack of empathy for your own towers. Inspired to destroy the loved ones in my own life. Na, die werden sie jetzt zurückgezogen haben. Können wir jetzt Roshan mal machen. Haben wir den Sentries? Ich hole mir eben nochmal einen Midas, setze ich hier noch einmal ein. Dann habe ich ja schon ganz ordentlichen Levelvorsprung. Mit Midas könnten wir vielleicht das auch dann einfach schon so beenden, das Spiel. Ja, der Patch hat sogar einen Gem da oben. Und dann gehen wir durch die Mitte. Really seeing the cracks and insecurities in their own perspectives. Dann sollen sie unten erstmal ganken gehen. Die Enigma noch killen, bevor es losgeht.
Oh, da geht's jetzt insgesamt los, wie es aussieht. Folgen die blöden Creeps gerade. Ich bin auf dem Weg. Den haben wir erwischt. So, die Drums noch anmachen. Death, double kill. Und da sind sie kaputt. Ja, easy game. Da hätte man halt nicht mal mehr. Hätte man nicht mal mehr die Luna gebraucht in so einem Spiel unbedingt. Da hätte auch in so einem Spiel für doch hätte es auch vorhin geklappt. Ja, aber so ist das irgendwie mit den Teams heute. Keine Ahnung. Sehr, sehr seltsam. Was ist das? Geht so eine Bottle aufladen? Ah, ne, geht nur einkaufen. Wollen wir nicht einfach mal pushen? Schon wieder so viel Geld. Gar nicht weiß, wohin mit dem Scheiß. Will jetzt aber auch gerade nichts verkaufen. Hab ja auch noch alle Slots voll. Sollen wir uns einfach mal zusammentun und das beenden. Das ist ein bisschen langweilig gerade schon. Der Tower ist jetzt auch kaputt. Ich mach den mal noch schnell. Dann haben wir den wenigstens aus dem Weg. Enemies middle tower demolished. Guck ich mal über das Butterfly mal per Kurier gleich rüber. Voll den Kurier hierher. Ist ja auch wurscht, welche Reihenfolge man das macht. Ja, der Nyx sucht da wieder nach Kills. So können sie aber einfach auch beenden. Wir müssen jetzt nicht ständig hier irgendwie noch Kills suchen. Einfach das stumpf beenden und pushen. Wenn ich mal meinen Aegis verliere, dann kann ich auch wieder. Dann kann ich dann meinen Butterfly mal auspacken. Aber verwende ich jetzt mal gar nichts, sondern sterb einfach. Ja, wir brauchen mal den Gem. Schade, dass wir den Gem da gerade an der Stelle verloren haben, dass der Patsch gestorben ist, während mein Ulti lief. Sonst hätten wir die mal vernünftig gesehen. War natürlich ein bisschen ungünstig. Nicht in den Fall reinlaufen. Autsch. Autsch. Das ist immer, wenn man dann endlich das Spiel beenden möchte und so aggressiv pusht. High Ground geht halt natürlich immer gefährlich. Aber man muss halt ein bisschen was riskieren, wenn man das Spiel beenden möchte. Und dann kann es halt mal darauf hinauslaufen, dass man ein bisschen auf die Fresse kriegt. So schlimm ist das nicht.
Congratulations! Your middle tower is intact. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr gestackt die ganze Zeit, weil ich eigentlich noch pullen wollte und das beenden. Au! Ja, der ist ganz schön dick inzwischen, der Patch. So leicht stirbt er nicht mehr. Can anyone truly die? In real life, I mean. Drop tower under siege. Jetzt hat oben eine Top Tower angegriffen. Jetzt habe ich im Moment, was ich ja gar nicht mag. Ah, ist ja irgendwo die. Ah, schon vorbei. Da ist der Death Prophet schon vorbei. Ich dachte, die schwirrt dann auch rum. Dann kann ich vielleicht einen Stun landen mit dem Creep. Gehen wir schon mal hier in Position. Wollen wir jetzt zusammen pushen? Der Nyx hat, glaube ich, den Gem, oder? Oder haben wir den noch dann auch wieder verloren? Komm! Oh, gerade noch unterbrochen. Gerade noch unterbrochen mit dem Lucent Beam. Das war knapp. Den Gem sollte vielleicht mal jemand nehmen, der irgendwie Platz hat, statt dem Dust zum Beispiel. Your bottom tower is under attack. Look at how invulnerable Dire's towers are. So, zwei tot. Jetzt holen wir uns mal den. Insignificant. Ja, ganz ungefährlich ist das alles nicht gerade. Bisschen Lebenspunkte regenerieren an den Creeps. Ja, ohne Prophet und ohne Putt schaffen wir es gerade nicht zu pushen. Können ein paar Pickoffs noch landen vielleicht. Das hier halt. Und jetzt. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Sand King Stun fangen. Schon wieder so viel Geld. Ich glaube, ich verkaufe gleich mal das Midas. Level brauche ich auch keine mehr. Und hole mir jetzt den Reaver mal an der Stelle. Jetzt einfach oben pushen, die mittlere Lane haben wir ja schon. Da müssen wir nicht reingehen. Oh. Da wollte ich mich in Position bringen, um den Patch eventuell zu helfen. Und dann war ich doch zu nah dran. Jetzt habe ich immerhin, wenn ich mir dann das Titanic zusammenbaue, habe ich wieder Platz für ein Town Portal. Wie spät haben wir es denn inzwischen? 1956. Okay. Noch gar nicht so spät. Ich dachte, es wäre vielleicht schon später. Aber ich glaube, das Spiel ist jetzt vorbei, oder? Das Deutschlandspiel. Das läuft ja nur ja, anderthalb Stunden plus Pause. Das heißt, könnte jetzt langsam vorbei sein. Drop Tower under siege. Gucken wir mal, zwei Town Portals. Und das Titanic dann darauf und das darauf.
Na, nicht ganz geklappt. Na, der Arrow. Silence? Wenn sie ihn silencen, kriegen sie ihn auch. A dominant performance. Is that it? Haben wir überhaupt noch einen Gem oder haben wir den vorhin wieder verloren? Nicht verklickt, oder wir sind zu weit weg auch. Jetzt sind alle kaputt und dann haben wir das auch erledigt. Ja, das war aus meiner Sicht nicht so das spannende Spiel. Die anderen haben da ziemlich gut gespielt und ich habe halt dann den Free Farm genutzt, wie es halt auch natürlich sein soll. Das kann natürlich dann manchmal sein, dass das Spiel dann nicht so wahnsinnig spannend ist, aus meiner Sicht. Aber dafür war es halt dann ein sicheres Spiel. Yeah. Ups. Komm. Dominating. Sky alight. Die with honor. Well. Na, jetzt wollen sie hinter mir her. Quite a spree. Ernage. Tut doch alles weh. Ach ja, sehr schön. Kurz mal die Lebenspunkte aufladen. Sehr schön. Ja, also mit einem BKB Butterfly und Satanic sollte man dann eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr sterben als Luna. Einfach die Item-Kombination ist einfach zu stark schon. Wenn das andere Team halt nicht total gefarmt ist und mit Disables oder anderen Sachen Stunlocks daherkommt, dann ist das eigentlich kein Problem. Und dann ist vorbei. Ja. Ähnlich, weiß ich gar nicht, spannend wie das andere Spiel, bis auf der anderen Sicht. Naja, locker mal gewonnen, einfach mal. Muss halt auch mal drin sein. Level 25, beides über 700. 13, 4, 15, das lässt sich ja mal ganz gut sehen. Noch irgendwas geschenkt gekriegt, so einen hässlichen Bart für den Prophet. Das gefällt mir nicht. Der hat super gespielt. Sehr viel. Freundlich, weiß ich nicht, hat er nicht viel gesagt, durchschnittlich. Mit dem kann man durchaus nochmal spielen. Super gemacht.